ein Gigant unter unserer Linse. Genau. Er ist fast 2 Zentimeter groß. Ja. 1,5 bis 2 Zentimeter. Der gemeine Rosenkäfer. Und er hier versucht nach oben zu klettern, denn oben ist ein Weibchen. Er hat so seine Probleme. Ich glaube, der Name ist falsch. Er sollte Purzelkäfer heißen. Ja. Neuer Versuch? Naja. Also, besonders intelligent sind sie nicht. Aber ich glaube, es gab auch keine stabileren Pflanzen dort. Ja. Diese Pflanzen sind sehr beliebt bei den Insekten. Aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich weiß es, aber ich habe es gerade nicht präsent. Vielleicht weiß einer unserer Zuschauer, ja, wie man die benennen sollte. So, er hat jedenfalls seine Turnübung abgeschlossen und macht sich jetzt auf den Weg. Natürlich braucht er noch eine kleine Zwischenverpflegung. Oder? Wahrscheinlich, ja, ja. So, das ist jetzt also die Dame. Jetzt wird es eng. Aber immerhin, er begrüßt sie. Ja? Mhm. Es ist einfach sehr instabil. Das Ganze, ja. Also wir hatten es stabilisiert, aber sie sind mit ihrem Gewicht immer wieder haben das Ganze zum Erschüttern gebracht. Ja, ja. Diese Käfer, die zählten übrigens bei den Kelten zu den heiligen Tieren. Und sie wurden verehrt. So wie der Skarabäus in Ägypten. Den, genau, sie auch als Glücksbringer haben sie gegolten. Was gibt es sonst noch? Sie stehen bei uns unter Schutz. Also ich habe gelesen, in Deutschland und in der Schweiz unter Naturschutz. Also sie sind auf der gefährdeten Liste? Ja? Nicht wirklich gefährdet, aber es sind wirklich gute Nützlinge. Weil die Larven, die fressen Holzbestandteile und zum Beispiel in Komposthaufen und erzeugen so Humus. Mhm. Und die Entwicklung dauert eben lange, vom Ei bis zum Käfer, 2 bis 3 Jahre. Na, doch. Aber es gibt dann auch wunderschöne Exemplare. He? Ja, sie sind sehr schön. Ja. Es gibt auch noch kupferfarbene, aber die haben wir nie getroffen bei uns. Ja, ne? Gesehen, aber nicht gefilmt. Ja. Ich weiß nicht warum, es war vielleicht zu schnell oder zu windig oder was auch immer. Kann sein. Und man erkennt sie gut, wenn sie fliegen, machen sie wirklich einen Brrrton. Ja, also da schaut man sich um. Ich habe schon nach hinten geschaut, um zu sehen, was da angeflogen kommt. Ja. Hier die Paarung. Wir wissen bis heute nicht, wem was gehört. Wir hoffen, dass das gehört vielleicht alles dem Männchen. Oder vielleicht nimmt es den Eiballen mit, oder keine Ahnung. Man müsste das vielleicht im Wikipedia lesen. Ja, ich habe das nicht so genau nachgeschaut. Ja,
das hat alles ihm gehört, so wie es aussieht. Sieht ganz so aus, ja. Eine riesen Angelegenheit. Ja, hier sind wir an einem unserer Seen, am Bildersee in Biel. Wir sind ja im Seeland, da gibt es den Neuenburger See, den Murtensee, den Bielersee und zahlreiche Flüsse. Und das hier sind so Überwinterungsgäste. Ja, ich denke, ja. Sind Schnatterenten. Und sie sagen, in der Schweiz haben wir ca. 8000 pro Jahr, die bei uns überwintern. Und Brutpaare gibt es nur sehr wenige. Also die bei uns tatsächlich, ja, brüten. Sie haben einmal das gezählt und so von 2013 bis, von 2013 bis 2016 haben sie nur 5 bis 10 Paare gezählt. Ja, das ist wenig. Ja. Die Dame sieht fast aus wie eine normale Ente. Ja. Ja, und das hier ist eine Geschichte für sich, die dauert jetzt etwas länger. Das Problem, am Morgen halte ich gerne meinen Daumen vor die Linse, um ein Gefühl zu bekommen, wie weit die Distanz ist zu den Schauspielern, also 20, 30 cm, sodass ich das Stativ immer gut hinstellen kann. Und ich habe getestet vor meiner Linse mit dem Daumen, wie weit die Distanz ist, und zack, hatte ich hier diese zwei sehr gemeinen Bläulinge. Genau. Sie heißen auch so, oder? Ja, gemein. Also, ja, ich hoffe, es ist der gemeine Bläuling. Sie sind manchmal schwierig zu bestimmen. Also ich weiß, er ist gemein. Ja, ja. Weil er hat meinen Daumen, oder die beiden haben meinen Daumen völlig missbraucht. Das sind deine Lieblinge, oder nicht? Ja, also sie sind wirklich sehr frech. Bläulinge sind extrem frech. Sie machen hier auf meinem Daumen eine Piepschau. Und sie denken ja auch, oder haben es mir so mitgeteilt, dass das mehr kostet, weil es ist ja, der Daumen wird ja auch benutzt als Stange sozusagen, oder? Ein Stangentanz. Und ich muss mir das ansehen und sie nehmen mein Salz vom Daumen. Sie behaupten natürlich, sie reinigen meinen Daumen, was aber nicht stimmt. Das ist völlig, völlig falsch. Ja, du kannst nicht erwarten, beim Hochzeitstanz noch einen Daumen zu reinigen. Ja, aber also, dass man sich in dieser Länge eine Piepshow ansehen muss, dass man gezwungen wird, Zuschauer zu sein, das ist natürlich schon ziemlich unverschämt, oder? Sie sind schon frech. Nicht gross, aber frech. Ich weiß, wie lange hat es gedauert? Ich weiß das nicht. Ja, mein Arm ist fast abgefallen hier, also sehr lange. Sie haben das richtig ausgenutzt und ausgekostet. Unverschämt. Und wie gierig er da das Salz von meinem Daumen aufnimmt. Ja? Mhm. Oder ist das die Dame? Ich kann sie nicht unterscheiden. Ja, ich denke, es ist die Dame. Weil die fressen meistens noch bei der Paarung. Also sie brauchen natürlich für die Eier dann jegliche Energie, die sie bekommen können. Aber wirklich wie ein Stangentanz, oder? Ja.
So. Jetzt streift er noch den Hintern an meinem Daumen ab. Also das ist schon eine verdammte Frechheit, oder? Ja, bis später. Bis dann.